Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Virtuelle Heizkraftwerkführung und EMS-Training der neuesten Generation bei Cardio Fitness. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Es ist Montagabend, eine neue Woche ist angebrochen und damit ist es wieder Zeit für Ihr Abendmagazin Tag aktuell. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Wie so viele Veranstaltungen ist auch der diesjährige Stadtwerketag geplant am 20. Juni der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Dabei wollte das Unternehmen doch seinen Besuchern das modernisierte und erweiterte Heizkraftwerk präsentieren. Dass der Rundgang durch die technischen Anlagen nun trotzdem möglich wird, dafür hat sich Stadtwerke-Chef Lars Lange eingesetzt. Herzlich willkommen an unserem technischen Standort am Obermühlauer Weg. Dieses Jahr können wir Sie leider aus gegebenen Anlässen nicht persönlich zu unserem Stadtwerketag einladen. Deswegen haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Gerade im Jahr, wo wir 10 Jahre lang schon Strom produzieren aus erneuerbaren Energien, möchten wir Ihnen gerne unsere Modernisierung und Investitionen in ein zweites Biogas-BHKW zeigen und möchten Sie deswegen zu einem kamerabegleiteten Rundgang in unserem Heizkraftwerk einladen. Den virtuellen Rundgang durch die Anlagen des Heizkraftwerkes wird Ihnen mein technischer Leiter, Herr Antelmann, präsentieren. Ja, unser Heizkraftwerk erfuhr den letzten Umbau im Jahr 2010. Hier sehen Sie unsere Kesselanlage, insgesamt bestehend aus 3 Heißwasserkesseln, die in bivalenter Fahrweise betrieben werden können. Bivalent bedeutet, jeder Kessel kann 2 Brennstoffe verarbeiten. Der erste Kessel ganz vorn verarbeitet neben Erdgas auch Biogas und die beiden Kessel, die Sie hier sehen, verarbeiten neben Erdgas auch Heizöl. Wie bei Ihnen zu Hause an der kleinen Heizungsanlage benötigen wir natürlich auch hier im Heizkraftwerk immer gutes, weiches Wasser für den Betrieb unserer Anlagen. Deswegen sehen Sie hier im Hintergrund die Wasseraufbereitung, wo wir das Wasser enthärtet und entgast haben. Des Weiteren eine Druckhaltung, die uns immer den stabilen Netzdruck hält. Und ein wichtiger Baustein des Heizkraftwerkes ist unser Netzpumpenmodul mit 3 Netzpumpen, die das warme Wasser, was hier am Standort erzeugt wird, in das Wohngebiet pumpen und somit die Versorgung unserer ca. 3000 Kunden sicherstellen. Mit unseren technischen Anlagen erzeugen wir hier am Standort im Jahr ca. 18 Millionen Kilowattstunden Wärme und ca. 7 Millionen Kilowattstunden Strom. Dabei erzeugt das Biogas BHKW ca. 6 Millionen Kilowattstunden Strom und etwa die gleiche Menge an Wärme. Das bedeutet, dass wir hier ca. 1/3 der Wärmeversorgung aus erneuerbarem Biogas herstellen. Ja, nachdem Sie unsere Bestandsanlagen schon gesehen haben, nun zu dem, was ist neu am Obermühlauer Weg. Neu ist, dass wir ein zweites Biogas-BHKW errichtet haben, was Sie im Hintergrund sehen. Dieses Biogas-BHKW ist auf den ehemaligen Wärmespeicherstandort auf dem ehemaligen Fundament der Wärmespeicher errichtet worden und erzeugt hier ca. 800 kW elektrische Leistung und ca. 800 kW Wärmeleistung. Ja, wie bereits erwähnt, an dem Standort, wo das neue Biogas BHKW entstanden ist, standen früher die beiden Wärmespeicher. Diese Wärmespeicher mussten den Platz freimachen und wir haben die Wärmespeicher nach draußen verlagert.
mit einer entsprechenden Dämmung versehen und haben zusätzlich zu den beiden Bestandsspeichern noch einen dritten Wärmespeicher zugebaut. Jeder dieser Wärmespeicher hat eine Füllmenge von 25 Kubikmeter. Des Weiteren sind am Standort weitere Nebenanlagen entstanden. Hier sehen Sie die Rückkühlung des neuen Biogas-BHKWs. Und weiterhin mussten wir den Schornstein, den Sie im Hintergrund sehen, erneuern, da wir die Aufgabe natürlich haben, beide Biogas-BHKWs die Abgase entsprechend abzuleiten, ist hier ein doppelzügiger neuer Schornstein entstanden. Um den in den Biogas-BHKWs und Erdgas-BHKWs erzeugten Strom auch nutzen zu können, muss der Strom natürlich ins Netz transportiert werden. Dazu haben wir eine neue Trafostation errichtet, die den erzeugten Strom in unser Mittelspannungsnetz einspeist. Zusätzlich haben wir am Standort ein neues Erdgas-BHKW mit 50 kW elektrischer Leistung, ca. 70 kW thermischer Leistung investiert. Das bestehende BHKW wurde umgesetzt. Es wurde hier ein komplett neuer, schallentkoppelter Standort geschaffen. Das heißt, wir haben die Aufgabe, die Körperschall Entwicklung dieser Erdgas-BHKWs, soweit es geht, zu dämmen. Deswegen ist hier die Besonderheit oder die besondere Herausforderung gewesen, ein schallentkoppeltes Fundament zu errichten. Dieses Fundament kann bis zu 4 Erdgas-BHKWs aufnehmen, ist vorbereitet für 2 weitere Erdgas-BHKWs und ist gegenüber dem Gebäude komplett schallmäßig entkoppelt durch sogenannte Schwingungsdämmplatten. Zusätzlich zum Erdgas-BHKW brauchen Sie natürlich ein Wärmemodul. Diese Wärmemodule sind aus Platzgründen nach oben gewichen, sind oben für jedes Erdgas-BHKW ein Wärmemodul, was die erzeugte Abwärme des Erdgas-BHKWs in unser Wärmenetz einspeist. Hier befinden wir uns in unserer zentralen Leittechnik am Standort. Alle Anlagen, die Sie gesehen haben, werden fernüberwacht und ferngesteuert. Es ist also so, dass wir nicht ständig hier mit Personal im Heizkraftwerk arbeiten, sondern das Personal zu Überwachungszwecken und zu Steuerungszwecken hier eingesetzt ist. Ansonsten ist die Anlage in der Fernüberwachung und in der Störungsüberwachung arbeitet völlig automatisiert. Es laufen hier ca. 1000 Meldungen ein aus allen Anlagen, die wir betreiben. Und wir verarbeiten hier ca. 160 Befehle über diese Leittechnik, die letzten Endes die Anlagen vollautomatisiert steuern. Ja, das war ja unser virtueller Rundgang durch unser Heizkraftwerk mit den neu entstandenen Anlagen. Die Bauzeit betrug 4,5 Monate, sehr sportlich, gerade im Baugewerbe. Da sind wir sehr stolz darauf, dass wir das in der Zeit geschafft haben, wie wir es auch geplant haben. Das Projekt insgesamt kam 1,6 Millionen Euro. Wir haben es mit Firmen aus dem Raum Sachsen umgesetzt, dieses Projekt. Ja, natürlich, ich weiß, dass Sie das auch mal live sehen wollen, nicht nur in der Kamerabekleidung, diesen Rundgang, den wir gerade abgeschlossen haben. Natürlich, nächstes Jahr werden Sie, liebe Kunden, liebe Interessierten, das wieder alles erleben dürfen. Und wir werden uns bestimmt etwas ganz Besonderes einfallen lassen für Sie. Werbung. Was tun wir in Zeiten, die uns herausfordern? Wenn die Restaurants geschlossen sind, dann unterstützen wir sie und holen Takeaway bei ihnen. Wenn Ärzte und Pfleger kaum noch ihre Masken vom Gesicht kriegen, dann beginnen wir, Masken zu tragen. Wenn die Schwächeren unter uns bedroht sind, dann lernen wir neue Wege für unseren Alltag. Wir halten zusammen.
Zusammen gegen Corona. Wir, das Laufwerk, bieten ab sofort alle unsere Leistungen ohne Aufzahlung während der Corona-Krise im Hausbesuch an. Vor allem für Risikogruppen, also ältere Personen und Personen mit kritischen Vorerkrankungen. Auf unserer Fußambulanz haben wir alle technischen Voraussetzungen, um sie vor Ort versorgen zu können. Vom Fußscan bis zur Anpassung von Einlagen, Maßschuhen, Abänderungen an Schuhwerk und Ausliefern von Verbandsschuhen und Bandagen. Diesen Service bieten wir natürlich nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Altenheime, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser, besonders auch für müde Füße unserer Ärzte und Pflegekräfte. Auch Patienten, welche noch kein Rezept vom Arzt haben, beraten wir gern. Informationen erhalten Sie unter den eingeblendeten Kontaktdaten. Mehr fürs Geld. Ihr Plus im Fachhandel. Jetzt Wohnfühlwochen. Hier finden Sie mehr Wohnideen fürs Geld und beste Beratung von Ihrem Garant-Fachhändler. Jetzt bei Rico Möbel in Stolberg, Zwönitzer Straße 10a. Rico Möbel. Wir lieben Möbel. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns. Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Die Kanzlei für Wirtschaftsrecht geht neue Wege. Digitalisierung heißt das Zauberwort. Legal Tech hält Einzug in die Kanzlei für Wirtschaftsrecht. In Zeiten, in denen persönlicher Kontakt möglichst vermieden werden sollte, bieten unsere Fachanwälte einen zusätzlichen Service an. Mit einem Online-Mandat bieten wir an, einfach und schnell Ihr Anliegen in einem Kontaktformular zu beschreiben und das Dokument hochzuladen. Das geht bequem von zu Hause aus. Unsere Anwälte nehmen sich mit hoher Kompetenz unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung Ihrem Fall an und beraten Sie telefonisch, ganz ohne persönlichen Kontakt und doch persönlicher Beratung. Rechtsanwaltskanzlei Schlichter. Die Kanzlei an Ihrer Seite. Homecare Service Treitschke. Wir sind in Zeiten von Corona für Sie da und produzieren wiederverwendbare Nasen- und Gesichtsmasken. Alle weiteren Infos erfragen Sie bitte in unserer Zentrale. Homecare Service Treitschke. In Zeiten von Corona Ihr zuverlässiger Partner. Ich bin Kurt. Ich trainiere hier in dem neuen Hammer Gym in Zwickau im Sportpark. Ich gehe einfach gerne hierher, weil hier die perfekten Geräte sind und ich mich einfach fit halten will. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness.
Nach fast 2 Kinowochen wird das Autokino vor der Göltstallbrücke zur Kulturarena. Veranstalter Kraus Event erweitert das Kulturprogramm noch einmal. Los geht es zu Pfingsten mit 2 Autokinokonzerten von Rock Classics. Jasmin Graf und Nico Müller werden mit ihren beiden Pianisten ein eindrucksvolles Live-Konzert geben. Einen weiteren musikalischen Höhepunkt gibt es dann bereits am 3. Juni zu erleben, wenn Tom Beck mit seiner Unplugged B4 Autokinotour vor der weltgrößten Ziegelbrücke Station macht. Tickets für die Konzert- und Kulturprogramme gibt es online unter www.krausevent.de oder in der Vogtländischen Buchhandlung. Comedia Concept, Ihr Partner für regionale Werbung, wünscht gute Unterhaltung. Seit letzter Woche haben auch die Fitnessstudios ihren Betrieb wieder aufgenommen. Froh darüber sind nicht nur die Gäste, sondern auch die Betreiber. Wir haben heute im Cardio-Fitnessstudio im Johannesbad in Zwickau einmal nachgefragt, wie es bisher angelaufen ist. Seit dem 18.05. dürfen wir wieder öffnen, können unsere Kunden wieder hier, unsere Gäste wieder empfangen. Zwar mit ein paar Besonderheiten, also zum Beispiel, um das mal rauszugreifen, sie sollen schon umgezogen kommen, bitte 2 Handtücher mitbringen. Die Umkleidenkabinen können derzeit nur als Wertfach genutzt werden, da die Duschen momentan nicht zur Verfügung stehen. Das sind halt so Auflagen, die wir zurzeit haben. Aber auch das ist eine dynamische Entwicklung. Also wir sagen zu unseren Gästen dann bitte auch, wenn ihr Fragen habt, ruft uns an, guckt auf unsere Website. Es ändern sich täglich die Bestimmungen und grundsätzlich sind wir aber erstmal froh, dass wir wieder offen haben und nach den langen 2 Monaten hier wieder unserem Mann stehen können, unseren Kunden und Gästen wieder beim Sport und bei der Gesundheit wieder behilflich sein können. Ihr seid lange dafür bekannt, dass ihr hier diesen Fitnessbereich betreibt, aber wenn man es im Hintergrund sieht, ihr habt euch jetzt ja auch auf eine andere Schiene begeben, das sogenannte EMS-Training. Was müssen sich unsere Zuschauer genau darunter vorstellen? Ja, das EMS-Training, das bieten wir seit Februar diesen Jahres an, ist ein weiteres Standbein, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen das suchen, was wo wir uns erweitern können. Spricht im Prinzip all diejenigen an, die sagen, ich möchte mich entweder von meinem Level, wo ich herkomme, nochmal verbessern. Oder ich habe weniger Zeit, habe also keine Zeit, 2-3 Mal in der Woche für 2 Stunden ins Fitnessstudio zu gehen. Und das elektrische, die elektrische Muskelstimulation, so heißt es ausgesprochen, ist halt ein sehr effektives Tiefenmuskulaturtraining. Und die Leute, die es betreiben, die wissen das zu schätzen, dass sie halt, sagen wir mal, mit 20 Minuten in der Woche hier sehr große Effekte erzielen können. Es ist aber immer auch als Zusatztraining zu verstehen. Also man sollte sich nicht nur darauf konzentrieren, aber es ist ein ungemein effektiver Ersatz beziehungsweise ja, ein Training, wo wir sagen oder wo die Kunden dann am Ende des Tages auch sagen können, die merken wirklich sofort, dass sie was gemacht haben, auch wenn es nur 20 Minuten waren. Dann wollen wir es doch einmal genauer wissen, wie EMS so funktioniert. Ja, also das EMS-Training, sagt der Name schon, ja, Elektromuskelstimulationstraining, kommt natürlich ursprünglicherweise aus der Physiotherapie. Ne, man kennt es nach Sportverletzungen in der Rehabilitation, postoperativ nach chirurgischen Eingriffen, bis hin über diese Tensgeräte, die dann den niederfrequenten Reizstrom einfach weitervermitteln, um natürlich die Verletzung viel schneller als gewöhnlich zu rehabilitieren. Ich oute mich jetzt mal. Ich habe EMS-Training auch schon gemacht, aber war überrascht, als ich heute hierher gekommen bin. Ich kenne es noch so, man wird in einen Anzug, beziehungsweise der befeuchtet wird, dann wird eine Weste drüber gezogen, dann wird man verkabelt, ist also fest irgendwo an einem Standort und trainiert dann am Platz. Bei euch, ihr seid jetzt praktisch schon in die nächste Generation übergegangen. Natürlich wollten wir dieses statische Trainingssystem nicht in unserem Fitnessstudio inkludieren, sondern wir haben uns die nächste Generation des EMS-Trainings ins Hause geholt. Völlig autark. Wir können an jedes Gerät gehen, sowohl als Ausdauergerät, also Cardio-Geräte. Wir können an die Kraftgeräte gehen. Wir können uns hier im Zirkelbereich aufhalten. Also sehr, sehr viele flexible Möglichkeiten und vor allem sehr intensiv auch in den 20 Minuten. Und es ist ja auch so, dass die Leute, die hier trainieren, eine App auf ihrem Handy haben und ihre Trainingsergebnisse praktisch verfolgen können.
Natürlich ist das System mit der App auch eine sehr schöne Geschichte, um auch wirklich die Fortschritte mal visuell zu sehen, nicht nur, dass der Trainer sieht, okay, die Trainierenden machen hier die Fortschritte. Nein, über die App kann man auch die einzelnen Punktzahlen, gerade über die Wertigkeiten der einzelnen Muskulaturen sehen. Wir haben in diesen ganzen Anzügen hier 8 Muskelgruppen, die wir trainieren, und es gibt überall Defizite, und mit dieser App kann man natürlich auch die Defizite sehen und dann separat ansteuern. Was ich auch kenne, was ich schon erwähnt habe, ist ja diese Nasselektrode. Vollkommen richtig. Wie zu Beginn des Interviews haben wir ja darüber gesprochen, dass es diesen Anzug mit Nasselektroden gibt. Den verwenden wir hier bei uns im Studio auch. Da werden die einzelnen Elektroden natürlich mit Wasser befeuchtet, um eine ganz, ganz gute Leitfähigkeit auch auf den Körper herzustellen. Denn wie man ja weiß, ist Wasser ein elektrischer Leiter, und wie sollte es auch besser gehen. Aber nichtsdestotrotz schreitet die Technik ja auch in dem Sinne voran, dass es die Möglichkeit eines Trockenelektrodenanzugs gibt. Den würde ich jetzt hier auch einfach mal mit zeigen. Ist auch ideal für den Heimgebrauch, weil man nicht viel Gematsch macht, ne? Also es ist nicht viel Wasser im Spiel. Und hier liegen die Trockenelektroden natürlich auch direkt auf der Haut, was die Leitfähigkeit dieses ganzen Systems natürlich begünstigt. No? Also würdet ihr favorisieren die letzte Variante, oder von der Effektivität her ist beides gleich gut? Also die Effektivität ist natürlich bei beiden Systemen zu 100% gegeben. Die Zukunft wird sich vielleicht so entwickeln, dass natürlich auch aufgrund des Hygienestandards, den wir natürlich jetzt noch mehr einhalten müssen als vorher, und der eigenen Privatsphäre natürlich auch, vielleicht die blaue Edition, diese Private Edition, natürlich vermarkten wird. Aber nichtsdestotrotz wird die Nasselektrode hier auch bei uns in den Studios nicht aussterben. Und jetzt werfen wir mal noch einen Blick auf dein Tablet. Genau. Also wie vorab schon besprochen, gibt es natürlich auch hier bei uns ein Programm. Wir nutzen natürlich hier kein Bedienpanel, sondern wir machen das alles über eine Tablet-Steuerung. Sehen natürlich hier auf der linken Seite ganz, ganz viele verschiedene Programme. Also wir können ein Power-Programm durchführen, ne? Ein weiteres Programm, ein Zellulite-Programm, natürlich auch gern genutzt von Frauen. Ein Fettburner-Programm. Natürlich haben wir aber auch Programme zur Entspannung, ne? Die sind sehr, sehr hochfrequentiert, dass der Muskel halt auch mal zur Entspannung kommt. Also es ist nicht nur die Anspannung, die man hier tätigen kann, sondern auch die Entspannung. Also es ist für jeden was dabei. Der eine, der sich entspannen möchte, und der andere aber, der sagt, ich muss trotzdem meine Muskulatur stehlen, ich muss hier noch was aufbauen. Natürlich hat jeder Mensch und auch bei uns jeder Kunde andere Ziele, andere Wünsche, und die gilt es auch irgendwo in so einem Trainingsprogramm zu respektieren. Und dementsprechend kann man hier natürlich von bis auch trainieren. Also unsere jüngsten Mitglieder sind natürlich jetzt um die 18, und der Älteste wird 93. Also ich denke schon, das spiegelt alles wieder, wie groß unser Range eigentlich auch ist von den Leuten her. Ja, Martin, auf den ganzen Bannern, auch hinter dir, sieht man immer diese eigenartige Grundstellung. Was hat es damit auf sich? Ja gut, die Grundstellung sieht natürlich auch im ersten Moment etwas ulkig aus, aber in dieser Stellung spannt man die meisten Muskeln an, und natürlich ist das für die Einregelung der verschiedenen Parameter dieser App am günstigsten und natürlich am besten. Ne? Also in dieser Position spanne ich natürlich die Oberschenkelmuskulatur an, ne? Die Wadenmuskulatur, Bauch, Rücken, Oberarme, Brust und so weiter. Und im Endeffekt kann ich natürlich hier auch die besten Werte erzielen in dieser Position. Möglich ist im Cardio-Fitness-Studio sowohl ein Einzel- als auch ein Gruppentraining. Es besteht die Möglichkeit, hier 4 Leute auf einmal zu trainieren. Aktuell gibt es noch freie Kapazitäten. Vereinbaren doch auch Sie einfach mal ein Schnuppertraining und überzeugen sich von der Effektivität dieser Trainingsmethode. Sauber, hygienisch, kontaktlos. Was könnte besser in diese Zeit passen? Werbung. Parfümerie Burger, willkommen im Paradies der Düfte und des Wohlbefindens. Hier werden Sie in gepflegtem Ambiente von Kopf bis Fuß verwöhnt. Unser freundliches, bestens geschultes Team bietet eine individuelle Beratung, ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Mit wenigen Handgriffen zaubern wir ein alltagstaugliches Make-up und heben Ihre natürliche Schönheit hervor. Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag und lassen Sie sich in unseren stilvoll eingerichteten Beauty-Lounges verwöhnen. Von Gesicht über Ganzkörperbehandlung mit beruhigenden Massagen bis hin zur Ohrenkerzenbehandlung und Lymphdrainage. Bei uns bleiben keine Wünsche offen. Wir schenken Ihrer Schönheit eine extra Portion Aufmerksamkeit.
Auch auf der Suche nach dem passenden Duft sind wir Ihr Ansprechpartner. Parfüm, das Ihre Persönlichkeit unterstreicht, das finden Sie bei uns. Ausgewählte Marken, die es nicht überall gibt, halten wir für Sie bereit. Auch den Geschenkgutschein für Ihre Lieben verpacken wir ganz individuell. Gönnen auch Sie sich jetzt eine Auszeit von der Hektik des Alltags mitten in Zwickau, Parfümerie Burger, in der inneren Plaunschenstraße 29, direkt gegenüber den Zwickau-Arkaden. Mal abschalten. Der Citroën C5 Aircross SUV. Ab 199 Euro im Monat leasen. Citroën. Jetzt auch der Citroën C3 Aircross SUV. Ab 109 Euro im 0% Leasing. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Ja, an dem Haus hängen natürlich meine Erinnerungen, unsere Erinnerungen. Ich habe es damals von meinen Eltern geerbt und mittlerweile ist es natürlich viel zu groß für uns. Und ich möchte schon, dass es in gute Hände kommt, aber ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Immobilien sind unser Zuhause. Wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen wollen, dann sind wir, das Immobiliensender der Sparkasse Zwickau, der richtige Partner für Sie. Wir sind hier für Sie, bewerten Ihre Immobilie und übernehmen Behördengänge. Eine gezielte Kundensuche sichert einen schnellen Verkaufsprozess ohne viele Besichtigungen. Verkaufen Sie keine Immobilie, bevor Sie mit uns gesprochen haben. Rosa Xan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Echt erfolgreich zu sein, da brauch ich Werbung. Gut gemacht muss sie sein und gar nicht teuer. Flyer und Briefpapier, auch meine Website. Für mich individuell, so kreativ. Genau das, was ich brauch. Meiner Firma geht ja, ich spür den Erfolg. Und daher sag ich: Werbung nur von Hogendorf. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopedics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Für schnelles WLAN in jedem Zimmer muss man nicht gleich die Wände einreißen. Bei Pure gibt es Internet mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde inklusive Fritzbox und WLAN-Verstärker. Ab monatlich 5 Euro. Jetzt auf pure.com. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft.
Nach einem kühlen und verregneten Montag steigen morgen die Temperaturen wieder bis auf 18 Grad an und auch die Sonne lässt sich gelegentlich wieder blicken. Eine ähnliche Wetterlage erwartet uns dann am Mittwoch. Die Werte erreichen dann schon wieder 20 Grad und nur einige harmlose Wolken trüben den Westsachsenhimmel. Am Donnerstag und Freitag pegeln sich die Temperaturen knapp unter der 20-Grad-Marke ein und es bleibt überwiegend freundlich. Mit Niederschlägen ist derzeit nicht zu rechnen. Das war's von Tagaktuell für den Montag. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend und bis morgen um 19 Uhr an gleicher Stelle.